Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim VR. Aus irgendeinem Grund habe ich es immer noch nicht hinbekommen, meine Controller umzustellen. Ich schätze, ich müsste dafür Skyrim irgendwie nochmal töten oder so. Also zumindest die normalen Controller-Einstellungen sagen, es sei alles normal. Ich meine, wenn's meint. Ich sehe das zwar irgendwie anders, weil es ist nämlich immer noch so, dass wir hier. Das ist meine rechte Hand und das ist meine linke Hand, aber naja, gut. Wenn Skyrim der Meinung ist, das muss so, dann versuche ich mich mal daran anzupassen. Ich meine, es geht ja auch so, aber es ist irgendwie ein bisschen weird. Genau. Aber dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal Flusswald an. Und was ist denn so? Warte, ich sollte das. Oh, no, no, no. Ich sollte das alles wegstecken. Ach, hallo. Lauf doch nicht weg. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Wirklich? Fangen wir mal oben an. Dann ist meine Mutter vielleicht doch nicht verrückt. Das solltet ihr am besten dem Jarl in Weißlauf erzählen. Er muss davon erfahren. Es ist auch so schön, wie ich einfach durch die Gegend laufe und sage, hey, ich habe einen Drachen gesehen. Camilla Valerius weiß, dass ich der beste Mann in Flusswald bin. Oh, dieser wow. Elf macht sich etwas vor, wenn er denkt, sie würde ihn mir vorziehen. Ich habe ihn zum Flusswald-Handelskontor hinüberschleichen sehen, um mit ihr zu sprechen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Er vergeudet seine Zeit. Was ein Arsch. Soll das Sarkasmus sein? Zarte Liebesgefühle. Da habe ich ja schon bessere Sprüche von Orgna gehört. Aber vielleicht habt ihr recht. Dass Camilla zulässt, dass Feendal sie besucht, bedeutet für mich nichts Gutes. Hier, ich gebe euch einen richtig giftig geschriebenen Brief. Sagt ihr, er sei von Feendal. Das dürfte Camilla davon abhalten, den Elf zu sich einzuladen. Was ein Arsch. Lucan im Flusswald-Handelskontor hat von allem etwas. Wenn ihr Waffen oder Rüstung braucht, sucht den Schmied Alvor auf. Okay. Ich gehe dann mal wieder. Jo, ciao, ich mag dich nicht. Hallo. Hallo, Hilde. Niemand glaubt mir, doch ich sage euch, ich habe einen Drachen gesehen. Ja, ich auch. Was wollt ihr? Ihr müsst meinem Sohn Sven einmal zuhören. Er singt fast jeden Abend in der Taverne. Ein Sänger. Nee, komm, fangen wir erstmal. Warten wir erstmal noch ein bisschen, bis wir hier anfangen, Leute auszurauben. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Irgendwo da. Ja gut, gucken wir erstmal, was es hier noch so gibt. Wow, nein. Nein, auch nicht. So. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Mhm. Oh, mein Kunde, es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Warte. Könntet ihr meinen dickköpfigen Bruder zur Vernunft bringen. Das heißt, es gibt hier tatsächlich nur irgendwie drei Männer in diesem Dorf und zwei davon stehen auf dich. Das ist okay. Gut. Ich meine, dann auch irgendwo verständlich, dass der Dude der Meinung ist, er ist der coolste Kerl hier. Ich meine, wenn es nur quasi zwei weitere gibt, das ist halt irgendwo. Ja. Naja, gut. Wovon redet ihr da? Was ist das für ein Brief? Meine Güte. Er wollte mir weismachen, dass Feendal das geschrieben hat? Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Könntet ihr auch mit Feendal reden? Sicher will er euch auch danken, dass ihr für ihn eingestanden seid. Ich gehe dann mal wieder. Er hat ja irgendwo nichts falsch gemacht, ne? Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen.
Und dafür bin ich... Oh, ein Käserat. Wer braucht schon Tränke oder so, wenn man... Meine Schwester Camilla oder ich helfen euch gern. Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Warum habt ihr sowas? Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Ich meine... Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, ich... Ach, bei den Acht. Na schön, aber nur bis zum Stadtrand. Yay. Muss ich ja da jetzt mit eigentlich nie. Wir wollen erst mal gucken. Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller können wir wieder zum Alltag zurückkehren. Ja, aber wirklich mal, warum hast du sowas? Ich meine, das ist jetzt nicht hier irgendwie der Prunkpalast. Warum hast du eine Klaue aus reinem Gold und hast die nicht für was zu essen ausgegeben? Ich meine, so super viele Waren scheint er jetzt auch nicht zu haben. Also, er hat 3 Geld, 4 Geld. Das ist aber, naja gut, das will ich meinen. Ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Okay. Ja, gut. Waffen, nee, das braucht doch kein Mensch. Ich will jetzt irgendwie Magier werden, ne? Aber ich glaube nicht, dass ich das kaufen muss. Ich kann mir einen Kiesen kaufen. Und Dietrich sollte ich mir vielleicht kaufen. Ja. Ich könnte Dinge verkaufen. Zum Beispiel einen Fußlappen. Okay. Ich glaube, es bringt mir jetzt nicht super viel Geld, aber zumindest. Oh, und diese Dinger sollte ich dann vielleicht mal anziehen, ne? So für magische Dinge und so. Das können wir auch verkaufen. Okay. Also gut. Ja. Okay. Warte, wo ist vorne in meinem Zimmer? Hier ist vorne in meinem Zimmer. Okay, gehen wir mal. So, und ich wollte ja gerade mal hier irgendwie mich umziehen und so. Bin ich quasi schon irgendwie so ein richtiger. Was habe ich gemacht? No, ich wollte es gar nicht ablegen. Halt, stopp. Ich wollte das nehmen. Ich will das doch anziehen. Kleidung. Ausrüsten. Habe ich das nicht eben auch? Egal. Okay, jetzt bin ich... Weiß gar nicht, wie man in Third Person geht, aber... Sollte ich theoretisch angezogen sein. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg, direkt hinter den Gebäuden. Den großen, oder... Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Yay. Warum gehen wir da hin und... Das ist ein Arsch. Ich sollte mich vielleicht hier nochmal ein bisschen umschauen. Nein, du wartest auf mich. Ja, gut. Na gut. Dann. Passt schon. Hier entlang. Hast du eigentlich noch irgendwas? Nein, hast du nicht. Sonst nichts mehr zu sagen. Nicht so super gesprächig. Ich frage mich, warum nur Lukans goldene Klaue gestohlen wurde. Ich meine, wir haben doch alles Mögliche im Laden, das genauso viel wert ist. Lukan fand die Klaue etwa ein Jahr, nachdem er den Laden eröffnet hatte. Er hat nie richtig erklärt, woher er sie hatte.
Er ist ziemlich durchtrieben. Also ich sehe irgendwo ein, dass Käseräder bestimmt sehr, sehr viel wert sind, weil die unglaublich toll sind und so. Aber eine komische Klaue aus massivem Gold. Die Brücke, die aus der Stadt hinausführt. Der Weg, den nordwestlich gelegenen Berg hinauf, führt zum Ödsturz-Hügelgrab. Ich sollte wohl zu meinem Bruder zurückkehren. Er gerät außer sich, wenn ich zu lange fortbleibe. Er ist noch so ein Kind. Okay. Achso, willst du, dass ich jetzt hier irgendwie so und dann gehst du wieder? Oder so? Keine Ahnung. Nee, aber eigentlich will ich hier noch gar nicht hin. Warte. Ich gehe mal wieder zurück. Mara, segne euch für eure Bereitschaft, uns zu helfen. Jo, danke. Nee, aber was ich sagen wollte, ich habe jetzt da in diesem komischen Laden nichts gesehen, was irgendwie auch nur ansatzweise irgendwas wert gewesen wäre. Also so eine komische Klaue aus purem Gold stelle ich mir da doch irgendwie ein bisschen wertvoller vor als alles andere, was die besitzen und jemals besessen haben. Ich weiß ja nicht. Also ich kann schon verstehen, warum die Diebe nichts anderes mitgenommen haben, weil die sich wahrscheinlich gedacht haben, so... ne? Wozu die Mühe machen? Bis auf die Käseräder, das ist... Die sind halt schon eigentlich ziemlich cool. Hallo, oh ja, das kenne ich, ich erinnere mich. Bier wird schlecht. Wir werden Nachschub brauen müssen. Bier wird schlecht. Habt ihr mich gehört? Ja, das Bier wird schlecht. Ihr habt offenbar doch keine Kartoffeln in den Ohren. Sorgt nur dafür, dass wir bald Nachschub bekommen. Hallo. Ich warte du. Na gut. Bin ich schnell genug. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Das wollte ich nicht. Solange ihr hinter euch aufräumt. Ihr wisst, wie man es benutzt. Mischt ein paar Zutaten zusammen und wartet ab, was geschieht. Ich bin nur der Kochmädel. Mädel? Was bist du denn für einer? Was habt ihr zu verkaufen? Das will ich eigentlich gar nicht wissen. Nicht so eine Arbeit. Hier. Eigentlich nicht, aber seht ja. Seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Ein Beutebrief. Töte den Banditenführer in der Festung Waldheim. Okay, dankeschön. Habt ihr Gerüchte gehört? Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will... die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Die dunkle Bruderschaft. Ja, das werden wir, ja. Wollt ihr euch in die Luft springen? Das macht Magie angeblich mit einem. In Winterfeste gibt es eine Akademie, an der Magie unterrichtet wird. Wenn sie nicht auch schon in die Luft geflogen ist. Es ist viel sicherer, wenn der Zauberer des Jarl einem ein paar Sachen beibringt. Okay. Mhm. Wenn du meinst. Käseräder. Was bist du für eine? Warte, erstmal ganz schnell umdrehen, ohne dass ich meine Augen offen habe. Was bist du für eine? Hallo. Ich schulde euch doch kein Geld, oder? Leute, kann man nochmal drüber reden? Aber okay. Gut, also offensichtlich, der will nicht mit mir reden. Aber warte, das nochmal. So. Alchemielabor. Ja. Okay, genau. Dafür haben wir nämlich ganz, ganz viel Stuff gesammelt. Blaue Bergblume. Nein. Blaue Bergblume und Distelzweig. Herstellung fehlgeschlagen. Okay. Dann blaue Bergblume und rote Bergblume. Okay. Dann blaue Bergblume und violette Bergblume. Okay. Dann blaue Bergblume und Nimbus. Okay.
Blaue Bergblume und Schachtelgedöns. Ja. Okay, dann haben wir nicht mehr so super viel. Nee. Aha. Frostessenz. Okay, das ist immerhin schon mal etwas. Ich habe das ursprünglich früher immer so gemacht. Okay. Dass ich von allem irgendwie mindestens noch eins übrig gelassen habe. Damit ich halt wirklich so gucken kann, ne? Und ja. Aber, okay. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Warte doch. Ja, will ich. So viel habe ich ja noch gar nicht an alchemischen Zutaten und so. Oh, ganz viel Geld. Die Leute haben Geld. Bei den Leuten sieht es doch so aus, als hätten die irgendwie ein bisschen mehr als die anderen. Kannst Sachen klauen. Oh, er guckt mich ganz... Okay. Gut. Vielleicht versuche ich nur mit dir zu reden. Nicht unbedingt Sachen zu klauen. Hallo. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Geschnüffelt? Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Mhm. Okay. Das wäre jetzt nicht so super spannend. Geschnüffelt, sagst du? Ich habe gar nicht geschnüffelt. Eigentlich will ich auch kein Zimmer, ne? Klinge fest. Okay. Wo war ich schon? Hier war ich schon, ja. Dann bleibt eigentlich nur noch dieses Häuschen da und das da ganz da hinten. Ja. Hallo. Okay, dann gucken wir mal hier. Kann ich euch helfen? Was und hallo. Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Mhm. Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Können wir ja gleich mal ausprobieren. Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Hm. Okay. Ja. Das kann ich akzeptieren. Hallo Kind, was so aussieht wie alle anderen Kinder überhaupt. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Braucht ihr eine neue Klinge? Du bist nicht gut im Essen und in Hinsetzen oder so, Eisen kann das sein. Oder Stahl ist es, was ihr braucht. Überlasst dieses eitle Elfenzeug den Elfen. Meinst du, das wie den Holzteller, den du gerade sehr... Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden, der einem Riesen den Schädel zertrümmert, als wäre es eine Walnuss. Okay. Offensichtlich interessiert er sich nicht für den... Haltet euch bloß vom Alvor fern, meinem Mann. Zugegebenermaßen bin ich mehr an dir interessiert als an Alvor, aber okay. Was braucht ihr? anscheinend nicht viel, ich weiß nicht. Dein Mann ist nicht gut mit Tellern. Warum bist du mit dem verheiratet? Er kann nicht mal Teller benutzen. Okay, gut, das ist nicht... Macht, wie ihr meint. Ich meine, zugegebenermaßen, es gibt hier nicht viel Auswahl, ne? Das ist... Kann ich schon verstehen, dass sie da irgendwie ein bisschen eifersüchtig wird und so. Ich meine, nee. Wenn die anderen Möglichkeiten irgendwie... Ja, wobei der Bruder von der einen da, den gibt's ja auch noch. Aber ja, offensichtlich gibt's hier wirklich nicht viel Auswahl, was Partnerschaften angeht oder so. Ich könnte Fisch klauen. Aber ich will gar keinen Fisch klauen. Oh, Vogel. Oh, warte, kann ich denn noch zu dieser... Warte, ich muss jetzt noch mal kurz...
Einmal kurz umdrehen. So. Das muss ich mir jetzt nochmal eben schnell angucken. Ich bin heute sehr gut darin zu ignorieren, wie schlecht mir beim Laufen wird. Das ist zwar immer noch nicht angenehm, aber irgendwie ist es weniger unangenehm als beim ersten Mal. Wenn man nur tief atmet. Genau, ich kann nämlich hier rübergehen. Können wir mal gucken, ob da drüben auch noch jemand ist. Und wir können ein paar Disteln einsammeln. So. Und wir können vielleicht mal gucken. Benutzen. Ah, okay, dafür brauche ich verschiedene Dinge. Okay. Aber ich habe diese Dinge gar nicht. Oder beziehungsweise ich könnte mir die wahrscheinlich hier klauen, ne? Nee, aber eigentlich suche ich danach, ob es hier Menschen gibt. Puh, ich habe gerade gesagt, dass es nicht so schwierig ist diesmal mit dem Schlechtwerden. Puh, und... Oh, wer bist denn du? Hallo? Oh, no, das... Entschuldigung. Hallo? Wo ist die? Oh. Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vorbei. Vielleicht. In der Mühle. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich Hallo sagen. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben? Danke? ich hatte eigentlich nicht vor, so bald zu sterben, aber danke. Okay, ganz, ganz viele Dinge. Fangen wir an. Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Ja, brauche ich. Warte, nee, das wollte ich nicht. Ein Apfel, nee. Das ist nee, eigentlich wollte ich. Dorf, aber wir arbeiten hart und halten zusammen. Mhm. Du schnibbelst dir gerade dein Kleid ein bisschen. Es ist ein hübsches Kleid, das sollte man nicht so, aber... Und dieses Schwert... ist nicht festgemacht oder Dolch oder was auch immer. Okay. Wie auch immer. Offensichtlich sind Menschen hier nicht gut darin, Dinge zu benutzen. Überquert den Fluss und reist dann nach Norden. Ihr werdet Weißlauf auf dem Hügel sehen, wenn ihr an den Wasserfällen vorbeikommt. Okay, also es gibt hier überall Wasserfälle, aber... nun, nicht auf Wiedersehen. Ich bin die Eigentümerin der Sägemühle und zahle gut. Wendet euch an meinen Mann Hort. Überquert den Fluss und reist dann nach Norden. No. Ihr werdet Weißlauf auf dem Hügel sehen, wenn ihr an den Wasserfällen vorbeikommt. Ja. Okay, genau. Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Wo ist vorne? Da ist vorne. Okay. Ja, das weiß ich ja eigentlich schon. Meint ihr sicher Waffen und Rüstungen? Alvor kann euch helfen. Er ist unser Schmied. Okay, cool. Natürlich. Nehmt euch, was ihr braucht. Dankeschön. Oh, warte, kriege ich das einfach so? Ach so, ich dachte, ich muss das bezahlen, aber eine Käseecke, ja. Ach so, ja, naja, also wenn du mir das einfach alles gibst. Dann nehme ich das natürlich alles mit. Es gibt etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Ja, du hast mir gerade dein gesamtes... Vermögen quasi vermacht. In Form von Essen und Dingen. Klar. Kann man schon machen. Ich helfe gerne. Oder kann ich schon machen. Ja, hallo? Danke. Aber okay, dann... Warte, gibt es da hinten noch Dinge? Da gibt es doch auch irgendwie noch den... Ja... Ja, hier ist noch irgendwie das Haus von diesem komischen Elfen da, oder?
glaube ich. Nee. Aber wir können hier noch ein bisschen Stuff sammeln. Das der ist meint. Dankeschön. Du siehst ein bisschen so aus, als wärst du verwirrt, wie man steht, liebe Ochse. So steht man nicht. Aber er schwebt da gut. Aber das Hühnchen hat sich schön hingesetzt. Das weiß, wie man lebt und wie man existiert. Anders als alle anderen Leute hier. Und alle anderen Tiere und... Naja, gut. Aber okay. Ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal wieder eine Weile hinsetzen. Und das nächste Mal können wir ja noch erkunden, was hier noch so ist. Und beziehungsweise irgendwie diesen Elfen da finden. Ich weiß gar nicht. Und danach in dieses komische Dungeon-Ding da. Und dann machen wir quasi unseren ersten wichtigen Kampf oder so mit irgendwas, was tatsächlich mal eine Quest ist oder so. Ja. Grummel, grummel, grummel. Aber ja, würde ich sagen, machen wir das so. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und genau, dann gucken wir mal. Also würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und dann bis dann. Tschüss.